Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge, ne, habe ich euch ja hier den neuen Viehtransporter vorgestellt. Ihr könnt da auch Stroh reinpacken, wurde geschrieben. Wusste ich gar nicht. Vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps und Tricks. Die Beta ist ja aktuell im Gange und es gab ja auch, wie ich im letzten Video erwähnt habe, einen neuen Patch. So, kommen wir auch schon zu dem kleineren Problem bei dem Patch. Der Patch ist soweit okay. Giants hat allerdings, ich habe auch übrigens eine neue Version vom John Deere Pack vom IFCO zum Testen bekommen, die auch schon angepasst ist auf den neuen Patch, dementsprechend ein paar Änderungen gemacht. Das heißt, es wurden einige Sachen verändert, sodass der Release der Hof Bergmann, der sich ja aktuell noch in der Beta befindet, ein bisschen verzögert. Circa eine Woche, sollte eigentlich am kommenden Wochenende kommen. Ne, wenn keine größeren Schwierigkeiten auftreten, ist es so, dass das vielleicht noch ein bisschen länger dauern kann. Ich merke gerade, der Shader Cache ist noch nicht ganz voll, weil ich nämlich wieder eine neue Version installiert hatte. Und auf jeden Fall ist es so, dass ihr euch da noch ein bisschen gedulden müsst. Es ist bekannt, dass man Strohballen nicht verarbeiten kann und auch viele andere Dinge. Ich muss mal kurz den Stall zumachen, ansonsten kriege ich wieder Mecker in den Kommentaren. Und Andi arbeitet da natürlich dran, wenn die V1.1, ne, also die neueste Version, die sich aktuell in der Beta befindet, dann auch erscheint, dass die ganzen Fehler auch behoben sind. Ne? Man kann keine Ballen momentan zu Tieren reinpacken. Es gibt auch viele andere Kleinigkeiten, die halt im Zuge sich des Giants-Patches ergeben haben. Deswegen habt ihr noch ein bisschen Geduld. Wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, könnt ihr immer noch auf die letzte Version, also die 1.7.1 zurückpatchen, wenn ihr das wollt. Ne, einige Modder haben auch schon reagiert, haben natürlich schon einige dementsprechende Mods aktualisiert. Wie setze ich das zurück? Wenn ihr die Steam-Version habt von dem Farming Simulator 22, dann einfach rechte Maustaste auf Eigenschaften, dann die Updates anklicken oder Betas auswählen und dann könnt ihr da manuell auswählen. Dann lädt ihr die alte Version nochmal herunter. Habt ihr die Giants-Version, einfach die linke Shift-Taste gedrückt halten auf eurer Tastatur und dann per Doppelklick auf die Datei, wo ihr dem LS startet, die ihr in der Regel auf eurem Desktop habt. Und dann könnt ihr auch da die 1.7.1 wieder auswählen. Und die Probleme sind erstmal weg. Wie gesagt, Andi passt das an, auch für die 1.8.1, das ist ja die neue Version, die für die Platinum-Edition erscheint. Ne? Und da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Ne? Für alle Supporter, wie gesagt, könnt ihr es zurücksetzen, steht auch alles im Forum drin. Bei der Hof Bergmann könnt ihr nachlesen. So, wir müssen uns heute, zack, um unsere jeweiligen Felder kümmern, beziehungsweise um unsere Wiese. Und da ist es so, dass ich quasi ein bisschen Kalk ausbringen muss. Ne? Guck mal, hier gibt es auch endlich Simple IC für. Ja, für den zukünftig dann. Wenn er dann erscheint mit dem John Deere Pack, man kann hier viele coole Sachen machen. Man kann die Sachen einklappen. Man kann natürlich auch Fenster aufmachen. Das Lenkrad kann man sich ranholen. Und. Echt coole Sachen, die der IFCO wieder eingebaut hat. Oh, guck mal, gibt sogar einen Piepton. Sehr nice. Dann holen wir uns mal den jeweiligen Kalkstreuer und werden ein bisschen Kalk ausbringen auf unseren Feldern. Und wie gesagt, wenn es noch zuckelt und ruckelt, liegt es einfach daran, dass ich hier gerade eine Version habe, die ich vorhin noch nicht hatte und ich auch nochmal erstmal zurückgepatcht hatte und dann wieder auf die andere Version bin und vergessen habe, den Shader Cache neu zu laden, kommt schon mal vor. Wo habe ich denn jetzt meinen Kalkstreuer? Ich glaube, der steht drüben, ne? Der steht drüben am anderen Ende. Den müssen wir uns mal holen. Der hat auch neue Sounds bekommen. Die Position wurde auch nochmal angepasst. Die hier von dem Fahrzeug. Finde ich persönlich auch ganz cool. Man sitzt ein bisschen anders. Und es ist auch ein neuer Sound mit hinzugekommen, glaube ich. Ach, guck mal, da ist er doch. Der große Bredal, ne? Und dann werden wir einmal die Wiese kalken. Und noch einmal düngen. Und dann sind wir damit fertig. Sehr schön. Gut. Wupp. Guck mal, Kalk ist sogar schon voll. Da können wir gleich hier direkt durchsehen. Und ihr seht auch, die Spiegel funktionieren wieder. Ne? Das hat der IFCO angepasst. Das hat auch was mit dem Update zu tun. Was jetzt genau angepasst werden muss, ich weiß es nicht. Aber es gab halt viele, viele Kleinigkeiten, die durch den Patch
durch diverse Modder nochmal angepasst werden müssen. So einmal die Hof Bergmann hier, gewisse Fahrzeuge. Das Easy Dev funktioniert noch nicht richtig. Gab es noch kein Update. VCA hat ein Update bekommen, was glaube ich schon den neuen Patch beinhaltet. Und ja. Ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, das ist mir alles viel zu kompliziert, dann wartet lieber noch. Und wie gesagt, ne, nicht jetzt am kommenden Wochenende, sondern am nächsten. Also es verschiebt sich alles so um eine Woche circa, hatte der Andi geschrieben. Mit dem Release der Hof Bergmann für alle. Es gibt auf jeden Fall nochmal eine Beta 3 geben. Aber es ist bekannt, er arbeitet mit Hochdruck dran. Ne? Habt einfach ein bisschen Geduld oder spielt einfach was anderes. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir alles zu aufwendig. So, VCA funktioniert auch wieder. Das ist auch schön. Dann können wir nämlich das hier auch schon mal wieder anpassen. Und können jetzt hier den Kalk ausbringen. Ne? So, funktioniert tipptopp. Ah, den neuen Sound hier vom 6R finde ich auch geil. Echt ein neuer, cooler Sound. Ich fahre jetzt einmal kurz das Vorgewende und dann bringen wir jetzt hier ja, Kalk aus, um den pH-Wert wieder zu steigern. Wir spielen ja hier mit Precision Farming. Wichtig ist, wenn ihr die angepasste Version in der Supporter-Version, also in der Beta spielt, die bitte nicht über den Mod-Hub aktualisieren. Weil ansonsten sind nämlich die ganzen angepassten Sachen für Kompost wieder weg. Ne? Das vielleicht auch da nochmal zur Info. So, wir kalken heute und düngen. Das ist heute unsere Aufgabe. Und dann gucke ich mal. Ich glaube, es gibt ja diese Ballenproblematik, ob wir Ballen in die BGA packen können. Ich weiß es nicht. Wir haben nämlich Silageballen. Davon haben wir reichlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht funktioniert, weil ich noch keine angepasste Version habe mit den Ballen. Aber das ist auf jeden Fall bekannt mit Stroh und so weiter, dass ihr da auch die Tiere nicht füttern könnt. Kann halt immer schon mal sein, ne? Wenn ein neuer Patch kommt, es hat ja auch weichreichende Veränderungen, immer so ein Patch. Gibt natürlich auch neue Spiele-Features, die mit reingekommen sind, was auf jeden Fall auch recht cool ist. Und da ist es halt so, gerade im Bereich Modding, dass dann ab und zu mal ein paar Sachen neu mit angepasst werden müssen. Das ist normal, ne? Da bringt es auch nichts, sich drüber aufzuregen. Es gilt jetzt hier auch nicht, irgendwie jemand die Schuld zu geben. Weder Giants, ne? Noch Andy oder irgendwelchen anderen Leuten. Das ist halt einfach so, weil das Spiel wird ja immer weiterentwickelt. Und im Endeffekt sind das auch alles Features, die manchmal neu hinzukommen oder die im Zuge der Entwicklung dann verändert werden. Ne? Da werden dann zum Beispiel Abfragen in der Datenbank geändert. Dies, das, Ananas. Das sind halt verschiedenste Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Und da ist das manchmal so. Ne? Gut, ansonsten heute Abend wieder eine Runde Sim-Freitag mit dem Microsoft Flight Simulator. Ne? Heute Abend fliegen wir dann von Düsseldorf nach Dublin International Airport, von Dublin International nach Island rüber. Und dann, wenn wir da nicht so lange gebraucht haben, könnte ich mir noch vorstellen, dass wir so einen kleinen Rundflug um Island machen, was sehr schön ist. Und dann noch mal bei diesem komischen Vulkan da landen in der Nähe und uns die ganzen Landschaften noch mal anschauen. Ne? Fände ich ganz cool. Ob wir es da schaffen, weiß ich nicht. Am morgigen Tag gibt es auch wieder eine Runde Satisfactory, gemeinsam mit dem lieben Joe. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und es wird auch in der am dementsprechenden Sonntag wieder einen Hof-Bergmann-Stream geben. Ja. Und der DFV ist erstmal beendet. Ne? Wir wissen noch nicht, was wir Donnerstags machen. Wir sollten uns jetzt nicht darauf einigen, dass wir irgendwie einen Spieleabend machen mit den Jungs und Mädels von DFV. Dann werde ich dann dort auch Hof-Bergmann spielen. Ja. Und in der nächsten Woche gibt es einige Special-Streams. Horror-Stream am 4.11. am Freitag gibt es einen besonderen Sim-Freitag. Was halt auch sehr cool ist. Dann darf ich euch was Neues vorstellen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und. Ne? Also wir haben echt sehr viele Dinge, die wir noch machen werden. Und nochmal eine Info. Ne? Vom 7. bis zum 14. Leute, bin ich einfach mal im Urlaub. Ne? Ich werde ein paar Tagestrips machen. Ich werde ein bisschen hierhin fahren, dahin fahren. Ist was mit meiner Frau unternehmen. Und da wird es ein bisschen ruhiger werden, was Streams angeht. Es wird nämlich in der Woche gar keine Streams geben. Ich werde auch noch ein paar andere Sachen vorbereiten nebenbei. Aber Videos werde ich vorab aufnehmen und damit ihr da auch ein bisschen was zu gucken habt. Das vielleicht schon mal zur Info, wenn irgendwas nicht kommen sollte, in der gewohnten Reihenfolge, wie ihr es gewohnt seid. Ne? Einfach sich ein bisschen gedulden.
ab dem so 15., 16. November, dann wenn das Platinum-Addon erscheint, ist dann alles wieder ready to go, würde ich sagen. Ne? Sehr cool. So, guck mal, wir haben gleich gekalkt. Habe ich eigentlich einen separaten Streuer? Ich guck mal gerade hier. Ich habe nur den hier, ne? Den müssen wir einmal ausladen und dann nochmal düngen. Gut. Haben wir das dann hier soweit ready? Upp. Jetzt mal ein Screen gemacht. Sehr schön. Tipptopp. Da sind wir damit fertig. Ich muss da hinten noch mal kurz drüber. Da hat er nämlich, glaube ich, einen kleinen Bereich nicht gekalkt. Ist aber nicht schlimm. Der schaltet ja automatisch ab und wir bringen genauso viel aus, wie wir halt brauchen. Ne? Also mehr brauchen wir da auch nicht. Ich finde den neuen Sound von dem 6R auf jeden Fall auch sehr, sehr cool und sehr interessant. Sehr schön. Gut, dann können wir das einmal wieder einklappen. Sind hiermit fertig und laden jetzt gleich die Big Bags aus. Auch dieser ganze Kabinensound wurde nochmal erweitert, glaube ich, vom IFRO. Ist auf jeden Fall auch recht schön. So, fahren wir einmal ran. Und laden dann die Big Bags einmal aus. Ich weiß gar nicht, wo ich die anderen habe hingepackt. Muss ich gleich mal gucken. Guck mal, da liegen auch schon wieder. So, warte mal. Ausladen war Kalk in Big Bags abladen als I, ne? Ach hier. So, haben wir abgeladen. Die müssen jetzt hier neben uns stehen. Guck mal. Da haben wir den ganzen Kalk. Und den werde ich natürlich gleich wieder wegräumen. Aber ich werde mein Fahrzeug jetzt einfach mal hier parken. Und dann werde ich den gleich mit Dünger befüllen lassen. Ich mache das mal hier hinten auf. Ich lasse ihn jetzt einfach mal laufen, beziehungsweise, ach komm, wir schalten den aus. So, klappt mal das Lenkrad mal ein. Das ist auch eine richtig geile Funktion. Auch animiert, ne? Sieht halt einfach richtig gut aus. Sehr schön. Gut, dann holen wir uns mal hier unseren Fahrresin. Und werden jetzt hier einmal rausfahren. Und holen uns Dünger, ne? Dünger haben wir, glaube ich, hier vorne noch rumstehen. In unserem Kabuff da vorne. Und die anderen Big Bags werde ich dann nach und nach nochmal aussortieren. Den Mist, den könnten wir eigentlich auch reinpacken noch in unsere BGA. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. So, habe ich den noch? Mineraldünger, Saatgut, Fertilizer, Kalk. Ach, guck mal, da habe ich sogar noch ganz viel. Das könnten wir hier wieder einlagern. Ne? Und Schweinefutter haben wir hier auch noch drin. Sehr gut. Dann holen wir uns mal den Fertilizer hier. Den Dünger, weil so viel werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, wir brauchen nicht so viel bei... Ups. Bei der Wiese, ne? Können wir das mal einlagern hier. Können wir gleich wieder ein Kalk-Big-Bag mitnehmen. Da haben wir da ein bisschen mehr Platz hier. Ah, warte mal, wir fahren mal hier rum. So, dann sind wir im Juni jetzt bald, ne? Vom Monat her. Laufen die Produktion eigentlich alle noch? Ich guck mal gerade. So, Heutrockner läuft, das ist klar. Die anderen habe ich alle ausgeschaltet. Brot wird weiter fleißig produziert. Tomaten, Braumalz wird auch noch produziert. Und hier haben wir, guck mal, Ausschlagwürze haben wir hier schon drin. Das läuft auch weiterhin. Und das Reifen dauert dann ein bisschen. Ne? Also das ist dann der nächste Prozess. Das wird dann noch ein bisschen dauern, ist aber nicht schlimm. So, wir können jetzt eigentlich mal hier den einen Big Bag mitnehmen, der jetzt hier noch so an der Seite steht. Dann haben wir den auch schon mal weggeräumt. Wupp. Damit hier nicht alles so wild rumsteht, ne? So, fahren wir hier mal rein. Und Kalk stand, glaube ich, hier vorne, ne? Jo.
Leim und Kalk. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was beiseite geschafft. So. Sehr schön. Vielleicht holen wir uns irgendwann noch mal einen anderen Steuer. Müssen wir mal gucken, dass wir nicht immer hier umpacken müssen. Aber es gehört halt auch dazu, ne? Sachen umzupacken, Sachen umzurüsten. Das muss natürlich auch immer mal wieder gemacht werden. So. Fahren wir hier mal vorbei. Dann düngen wir noch die Wiese. Und dann haben wir das soweit noch geschafft an dem Tag. Und das Letzte, was wir an dem Tag machen, ist auf jeden Fall dann nochmal... ist dann dafür nochmal zu sorgen, dass wir die BGA nochmal versuchen zu befüllen. Sei es mit Mist, weil das gibt es ja auch. Oder eben halt auch mit dem Ballen. Wobei, mit dem Ballen bin ich mir nicht sicher. Es gibt ja bei den Strohballen aktuell die kleine Herausforderung. Müssen wir mal gucken. Und dann, wenn die Version dann erschienen ist, wenn der Anni damit fertig ist, wenn die V1 dann in der Version erschienen ist, die für alle erscheint, ne, dann werde ich nochmal einen neuen Spielstand anlegen, eine saubere Installation machen und alles nochmal so ein bisschen nachstellen hier. Damit das dann auch soweit funktioniert. So, jetzt fahre ich den Big Bag hier nochmal kurz rein. Dann schwingen wir uns wieder in unserem Johnny und können dann quasi weitermachen. Ich stelle den jetzt mal hier hin. Koppel den auch ab, lass den Pharisin jetzt einfach mal hier stehen und steig mal wieder in den Johnny ein. Zack, dann machen wir hier mal die Tür zu, das Lenkrad rein und schließen den ganzen Deckel da oben. So, macht's einmal Piep. Er startet das John Deere OS oder OS vom lieben Ifco. Ja, und dann werden wir uns gleich jetzt hier in die Bahn begeben. Sehr schön, gut. Dann machen wir das einmal ready. Stellen das einmal ein, das sieht gut aus. Ausklappen hinten. Und dann fangen wir an zu düngen, ne? Let's go. So, so viel brauchen wir nicht, ne? Ihr wisst ja, bei Wiesen wird nicht so viel, so viel Dünger ausgegeben. So ein paar Liter kommen auf jeden Fall auch rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da so elendig viel verbrauchen von. Und wir geben jetzt auch nicht links und rechts mehr ab, als wir müssen, ne? Weil viele schreiben immer, ey, du machst das über die Breite, ne? Nee, das ist vollkommen egal bei Precision Farming. Es wird nicht mehr ausgebracht, als unbedingt der Boden oder eben halt das Gras oder halt die anderen Sachen auch benötigen, ne? Also mehr brauchen wir dort nicht. Ich fahre jetzt auch hier nochmal kurz das Vorgewende, damit wir das dann auch ready haben. Dann nächste Folge BGA. Sehr gut. Ja, ich wünsche auf jeden Fall allen auch einen guten Start ins Wochenende. Ne? Ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, denn Pausen sind wichtig und richtig. Deswegen habe ich mir auch mal entschieden, mal ein bisschen Urlaub zu machen. Einfach mal eine Woche auszuschalten oder abzuschalten. Bisschen was zu unternehmen, mal wieder. Meine Frau hat nämlich auch Urlaub und dann ja, werden wir entspannt mal ein bisschen Urlaub, ne? Muss auch mal sein. Ein paar Ausflüge machen, dies, das. Was halt auch immer so ein bisschen dazugehört. Braucht man so ein-, zweimal im Jahr. Und da gönne ich mir einfach mal vor Weihnachten nochmal eine Pause. Denn wir haben ja echt viel gemacht dieses Jahr. Das ist auch das erste Jahr meiner Selbstständigkeit komplett. Und ja, da gilt es halt auch noch so ein paar Sachen vorzubereiten fürs nächste Jahr. Planungstechnisch noch viele Sachen vorzubereiten. Also zu tun hat man auf jeden Fall immer jede Menge. Und es wird halt auch nicht weniger, ne? Das ist dann einfach so. Gut. Ja, Spiegel funktionieren, die flackern ab und zu noch mal ein bisschen. Aber kann sein, dass Ifco da auch noch mal ein Update macht. Oder es hat auch noch mit dem Patch zu tun. Aber ich finde das... läuft von den Spiegeln jetzt wieder ganz gut. Die sind auch nicht mehr so milchig. Ich dachte schon, ich hätte immer irgendwas falsch gemacht nach dem Patch oder es hat sich irgendwas zurückgestellt. Ist halt einfach so. Wie gesagt, ne? Einfach ein bisschen gedulden. Die Modder sind dran, alles zu fixen. Der Release da auf Bergmann für alle ja, verschiebt sich halt ein bisschen nach hinten. Ne? Wegen dem Patch. Weil der Andi dann noch einige Anpassungen machen muss. Weil da ein bisschen was geändert wurde.
Ansonsten, ne, habt ihr ja auch dementsprechend noch genug andere Sachen zu zocken, gehe ich mal von aus. Klar, viele wollen auch jetzt hier auf Bergmann hier haben, was ich da auch verstehen kann. Aber muss sich da ab und zu mal ein bisschen gedulden und muss dann einfach auch mal ein bisschen, ja, den Moddern, ne, oder eben halt auch Giants ein bisschen Zeit geben, je nachdem. Ich denke, da haben die meisten auf jeden Fall auch Verständnis dafür. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr heute Abend wieder oder auch am Wochenende gerne bei den Streams vorbeischaut. Immer Start ab 19 Uhr geht's los. Ja, und ich würde sagen, das soll es dann für heute erstmal zum Start ins Wochenende gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Die Wiese ist fertig. Nächste Folge kümmern wir uns ein bisschen um die BGA. Und dann, Leute, sage ich mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.